Hallo meine lieben Singles, herzlich willkommen beim Seelencoaching und zu eurem Neumond-Vollmond-Orakel, wie wir das immer alle 2 Wochen uns anschauen, was so in der lieben Liebe sich aufzeigen möchte, wie es hier vorangeht, ne? Ich hoffe mit großen Sprüngen weiter voran, ja, was wir noch lernen dürfen, was wir uns ansehen dürfen, aber auch worauf wir halt hoffen dürfen, natürlich unter den Umständen, das wisst ihr auch immer wieder und das kriegt ihr von mir immer wieder aus Butterbrot gespürt auch, aber geschmiert auch, dass ihr natürlich auch selbst alles dafür tun sollt und auch müsst, wenn ihr die Liebe leben wollt. Wenn ich die 3 Wörter zusammen sage, die 3 L's, das ist sehr schwierig. Okay, wir schauen auf jeden Fall jetzt wieder in die Zeit. Wir schauen vom Vollmond im Skorpion vom 27.04. bis zum Neumond im Stier und der ist am 11.05. Für die 2 Wochen schauen wir uns die Energien der lieben Liebe an. Und dafür habe ich wie immer 3 Stapel ausgelegt. Ihr dürft entscheiden, soll es der 1., 2. oder 3. Stapel sein. Stapel links, Mitte rechts. Der Stapel, der euch am schnellsten, ehesten anzieht, der soll es sein. Nicht lange überlegen, ganz intuitiv entscheiden. Und dann wird es auch euer Stapel sein, der die Tendenzen euch auch aufzeigt. Natürlich sind es allgemeine Energien, aber ich höre ja immer wieder und ich sehe es auch und ich lese es auch in den Kommentaren, dass ihr schon immer auch den richtigen Stapel wählt. Und wie gesagt, wir sind hier nicht beim Wunschkonzert. Ihr kriegt von mir ja immer ehrliche und auch direkte und offene Antworten. Das heißt, wir haben auch immer Potenziale, wo wir uns noch ein bisschen auch verändern können und natürlich auch Herausforderungen dann dadurch auch annehmen dürfen. Ne? Annehmen, auch ein großes Wort. Ansonsten dürft ihr mich natürlich auch sehr gerne privat kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist unter dem Video in den Shownotes, aber auch in den Kanalinfos. Und dann legen wir für euch ganz individuell das große Blatt und natürlich auch also mit dem Lennemore-Kartendeck und natürlich auch mit Spezialkarten, sodass ihr genau Bescheid wisst, wann und wie und wo und keine Ahnung, was muss ich noch dafür tun, um der richtigen, wahren Liebe zu begegnen, auf Augenhöhe, mit Respekt, die wir uns ja auch alle wünschen. Ne? Ja, also dafür kontaktiert mich sehr, sehr gerne. Ansonsten begrüße ich jetzt erstmal natürlich meine lieben, lieben Abonnenten, die immer mit dabei sind. Ich habe euch so lieb und ich freue mich wirklich immer wieder über euer Vertrauen und auch wirklich auch euren Optimismus so weiter, dass ich euch in die Positivität bringen kann, dass ihr wirklich auch diese Energie spürt, dass es halt vorangeht. Das kriege ich auch immer wieder von euch zu lesen. Das freut mich so, so mega ultra. Und wenn du heute ganz neu auf meinem Kanal bist, dann freue ich mich auch über dich natürlich. Schau dir einfach mal so vielleicht in der Playlist an, die Videos, die da schon letztendlich hinterlegt sind, was dann vielleicht für dich auch zusagt und was dir gefällt. Und wenn du sagst, ja, ich bin überzeugt, der Kanal gefällt mir, das passt zu mir, ich mag auch ihre direkte, offene Art, aber ich denke immer ganz liebevoll auch. Und dann freue ich mich, wenn du ein kostenloses Abo hinterlässt und natürlich auch, oder hinterlässt du und ihr hinterlasst dann alle eins. Und natürlich nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst ihr auch keine Videos. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann freue ich mich mega über den Daumen hoch. Das wisst ihr ja bereits auch. Na gut, ich würde sagen, nicht überlegen, entscheiden, welchen Stapel ihr gerne haben wollt. Denn ich werde jetzt mit dem 1. Stapel beginnen. Wenn du noch nicht ganz genau Bescheid weißt, dann halt das Video kurz an und geh nochmal in dich und dann wähle aber trotzdem ganz intuitiv, welcher Stapel es für dich heute sein soll. Wir schauen auf jeden Fall jetzt natürlich, ich sage es nochmal, vom 27.04. vom Vollmond im Skorpion bis zum 11.05. bis zum Neumond im Stier. Ich starte mit dem 1. Stapel und wir schauen uns immer die Überschriften an. Das ist ja mal ganz, ganz wichtig. Ne? So, da haben wir die Schlange. Fängt ja hier schon mal wieder supi ultra toll an. Naja, ihr wisst, es gibt keine schlechten Karten, es gibt nur Herausforderungen. Und den Schlüssel dazu. Wow. Okay, so, ich ziehe ja immer beide Karten zusammen. Und wer heute neu hier ist, dem möchte ich auch noch mal
nochmal mitteilen, dass ich auch nicht unter die Karten schaue. Ich mache das mit euch zusammen und ich ziehe immer oder ich lege immer zwei Karten zur Verdeutlichung auch und auch der Botschaften, dass sie etwas klarer sind. Das sind unsere Überschriften jetzt für die Wochen vom 27.04. bis zum 11.05. für die zwei Wochen. Und zwar hier heißt es, Komplikationen wollen endlich rausgehen. Endlich soll diese blöde, alte, ich sage jetzt schon auch vertrocknete, verrostete, verstaubte Türe soll jetzt zugehen. Die soll jetzt wirklich sowas von geschlossen werden. Die soll auch niemand mehr öffnen können, egal mit was für Mitteln man da dran gehen soll. Ne? Das kommt mir gerade alles so in den Kopf. Denn mit dem Schlüssel wird die alte Türe mit diesen Umwegen, Komplikationen, mit dem vielleicht auch sich nicht gewollt fühlen, nicht, sich nicht mögen und, was da für ein Rattenschwanz dranhängt, ne? Das möchte jetzt zugemacht werden. Und hier, die neue Türe möchte sich öffnen. Ne? Hier ist schon ganz toll, ja, vielleicht kann man auch das übertragen, manchmal mag ich auch die Bilder ein bisschen sprechen lassen. Hier ist der Käfig, der jetzt offen ist. Ne? Hier war noch der Käfig ganz verschlossen bei dir. Ne? Also es war wirklich, hier steckte viel dahinter. Du hast mit Sicherheit auch viel erlebt und war nicht alles schön. Und die Schlange spricht ja auch für, ja, ich sag mal, auch oft für die Mutter. Ne? Ich meine, im allgemeinen Orakel kann es natürlich auch der Vater sein, aber letztendlich ist es oftmals die Mutter oder ein mütterlicher Charakter. Vielleicht auch Glaubenssätze, die uns manchmal hindern lassen haben, ne? So uns zu entfalten, so weiterzugehen, so Möglichkeiten anzunehmen, zu sehen, das Schöne, weil wir einfach in der Kindheit auch begrenzt wurden. Und das schleppten wir mit. Aber jetzt will das hier geschlossen werden und die neue Türe öffnet sich. Der Schlüssel, der ist immer, der schließt ab und der geht nach vorne, der öffnet ganz, ganz viel. Das ist eine Erfolgskarte auch, ne? Und ich finde das total schön, wenn du das jetzt auch so hier bekommst für dich, dass du wirklich dich jetzt da neu entfalten kannst, dass du neu leben kannst, dass du endlich wieder leben kannst und natürlich auch die Liebe leben kannst. Auch wenn ich es immer so schwierig finde, diese drei Wörter, ich sage sie trotzdem immer wieder so gerne. Und das ist hier wirklich, dir ist der Erfolg jetzt auf jeden Fall sicher und es möchte so viel zu dir kommen. Und ja, also ich finde es wirklich auch sehr, sehr schön, wenn ich das einfach so, diese Karten einfach nur ansehe, weil ich sehe, da löst sich ganz, ganz viel bei dir. Ne? Dieses, ja, alle Erfahrungen und wirklich auch dieses Wissen darüber, was dich auch gelehrt hat und wo du daraus gelernt hast und was du ansehen durftest, was du dir auch noch anschauen darfst natürlich, ne? Weil es soll ja alles auch in Liebe gehen, deswegen soll es auch immer bearbeitet werden. Aber jetzt heißt es, das ist alles hier mit Vergangenheit. Diese Türe wird geschlossen mit so, ja, mit dicken Ketten, dass es wirklich nie wieder sich öffnen lässt, durch wen auch immer. Und das Schöne wartet auf dich. Ne? Die Schöne wird jetzt aufgeschlossen mit der Erfolgskarte, mit dem Schlüssel. So, jetzt habe ich natürlich wie immer Angst vor den anderen Karten, aber ist egal. Wir werden auf jeden Fall jetzt die Karten hier ziehen. Und so, jetzt sind wir schon wieder fast runtergefallen hier alle. Richtiger Zeitpunkt. Wir haben hier eine Glückskarte auch noch. Wow. Und ich meine, beim letzten Mal, das ist zwei Wochen her, ich drehe ja immer ziemlich viele Orakel, da hatten wir auch Glückskarten und die sind so selten im Kartendeck. Was ist die zweite Karte? Wow, die Liebe. Ja, Stapel 1, Jackpot. Mit diesen Karten. Ja, richtiger Zeitpunkt, diese Türe hier zu schließen. Absolut. Glückskarte, Gnadekarte, die Liebe möchte zu dir kommen. Mit Sicherheit mit dem Schlüssel. Es wird jetzt was geöffnet. Und ihr wisst, ich sage immer, Zeit und Raum ist immer so, ja, das muss man immer differenziert betrachten, ne? Weil der eine ist schon so weit, der andere, der braucht noch ein bisschen Zeit und. Das heißt aber trotzdem, dass in diesen zwei Wochen ein Prozess stattfinden kann. Und darüber hinaus, ob das dann ein bisschen länger alles dauert, das ist doch total egal und total wurscht. Es geht ja darum, dass du den Erfolg spüren kannst und den richtigen Zeitpunkt, dass das jetzt alles hier ad acta gelegt ist, dass das jetzt alles gehen darf. Und letztendlich bleibt die Liebe Liebe. Die bleibt für dich, weil du hast es dir so verdient, weil du hast so viel auch erlebt, was nicht so schön war. Und jetzt ist der Erfolg Garant für dich. Die Sicherheit, die neue Türe, richtiger Zeitpunkt, diese Türe jetzt aufzuschließen, jetzt sofort. Wenn das Orakel beendet ist, dann sag es dir wirklich, jetzt ist das Alte weg. Also wir machen jetzt nicht Hokuspokus, aber du hast dir die alten Sachen auch angeguckt. Und wenn nicht, dann schau sie dir nochmal ganz bewusst an.
bearbeite sie und lass sie in Liebe gehen, weil das ist auch die Gnadekarte. Mit Liebe kannst du das erreichen und dafür ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Und dann darfst du annehmen, das große Glück, Erfolg wartet auf dich hinter dieser Türe. So, jetzt schauen wir mal in die Liebeskarten. Ich bin jetzt ganz euphorisch hier. Was haben wir hier? Oh, romantische Gefühle. Jetzt geht's aber hier ganz schön weiter, ne? Und ihr wisst, ich nehme noch die zweite Karte natürlich gerne mit dazu, die Herzbotschaft. Die kann ich nicht ad hoc sofort lesen, ich zeige sie euch aber. Ich sehe nur Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Wow. Ist das nicht schön? Du hast es dir jetzt so verdient, auch in die Leichtigkeit zu gehen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um mit Sicherheit die neue Türe zu öffnen für die Liebe, Liebe. Ne? Und Gnade vor Recht ist eine Gnadekarte. Ne? Hier ist alles wirklich in dem Fluss auch wieder. Romantische Gefühle sollen bei dir auch aufkommen, auch bei dir selbst. Ne? Und deine Gefühle sind es wert, näher erforscht zu werden. Vielleicht gibt es bei dir auch schon im Kopf jemanden, ne, wo du dran denkst oder wo es halt einfach schwierig ist. Und dazu sage ich gleich auch noch was. Aber hier ist wichtig, lass das Alte jetzt gehen, definitiv. Ne. Spüre den richtigen Zeitpunkt, sei in der Liebe auch drin, sei in der Leichtigkeit, fühle, geh nach draußen, genieße diese Zeit und nimm sie auch an und ja, und wenn, wie gesagt, jemand da ist, dann wird es so schön weitergehen jetzt auch, ne? Weil der Erfolg ist dir da sicher. Und wichtig ist wirklich hier annehmen. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander. Vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Und wenn du in den 2 Wochen wirklich jemanden begegnest, wo du sagst, boah, ne, das ist jemand, egal ob Mann oder Frau, der hat Potenzial für mich. Ich bin da, ich fühle mich wohl, ne? Meine Gefühle leben auf. Ich kann das Alte wegschließen. Ich kann das Neue öffnen. Ich kann die Liebe zu mir kommen lassen. Meine Selbstliebe auch. Das ist der richtige Zeitpunkt. Dann genieß diesen Moment definitiv. Und ich möchte zum Abschluss trotzdem noch eins sagen, weil die Karten, ne, die sprechen ja trotzdem auch für ganz viele Situationen für euch. Und vielleicht ist der ein oder andere, ihr wisst, die 7 ist auch Nebenbuhler, Nebenbuhlerin. Vielleicht ist auch der eine oder andere von euch, die oder der ein oder andere von euch in einer ganz verzwickten Geschichte drin. Was heißt, muss nicht immer verzwickt sein, aber 3er-Konstellationen sind nun mal nicht gerade einfach. Ne? Oder vielleicht auch in 4er-Konstellationen. Jeder hat noch einen Partner und. Ne? Es ist hier auch wichtig, dich die Karten mal anzuschauen, falls da noch jemand ist, ne? Wenn ihr also jemanden habt, der noch gebunden ist oder wie auch immer, wo es einfach schwierig ist, wegen dieser Person da oben, dann denk auch jetzt dran, jetzt ist es wichtig, da auch nochmal drüber nachzudenken, will ich den Weg mit ihm oder ihr trotzdem weitergehen, ne? Hier die Liebe siegt, das ist eine Gnadekarte, es ist auch der richtige Zeitpunkt zu entscheiden, ob man wirklich jetzt wirklich gemeinsam weitergeht oder ob man sagt, nein, ich möchte die Liebe jetzt endlich leben. Die Liebe ist der Dreh- und Angelpunkt für alles. Ne? Aber hier kann sich auch viel tun, was die Person betrifft. Ne? Dass es der richtige Zeitpunkt ist, auch dass er oder sie diese Person jetzt mal endlich loslässt, ne? Oder dass ihr weiterkommt. Und dann bleib in der Leichtigkeit. Verlange nicht etwas, was unmöglich ist. Du hast dich ja auf die Situation auch eingelassen. Ne? Also das muss man ja auch mal sagen, es gehören ja trotzdem auch 2 dazu, auch wenn jemand noch jemanden hat. Du hast dich ja dafür entschieden, dass du diesen Menschen weiter kennenlernen möchtest. Ne? Und diese Gefühle, wenn da wirklich so eine Verstricktheit auch ist mit jemandem noch, wenn eure Gefühle ehrlich sind, dann ist es auch der richtige Zeitpunkt, hier den Schritt weiter zu gehen. Aber dann in der Leichtigkeit, ne? Auch ganz, ganz wichtig, das möchte ich als Zusatz sagen. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das hier etwas, auch bei natürlich Konstellationen, wo noch jemand da ist, ist natürlich auch die Schlange. Das sind halt Verstrickungen, das sind halt nicht geradlinige Wege, es sind halt Themen trotzdem da. Und deswegen seht es halt wirklich global. Und wenn niemand da ist, sind das wirklich deine eigenen Themen aus der Vergangenheit. Und ich sage jetzt bewusst Vergangenheit, weil die schließt du jetzt. Der ist der richtige Zeitpunkt, um Liebe zu leben, romantische Gefühle wieder zu spüren. Und das in der Leichtigkeit, Verspieltheit. Nicht einfach sich immer so festfahren, sondern nimm es auch an mit deinem Tempo. Das ist auch ganz wichtig. Mit deinem Tempo, Schritt für Schritt, dann wirst du so große Liebe erleben dürfen. Weil wie gesagt, der Schlüssel ist eine Erfolgskarte. Und wenn jetzt nicht gleich, wirst du dich auf diesen Weg jetzt auf jeden Fall
geben und du wirst diesen Weg jetzt auch bewusst gehen. Du hast jetzt nochmal den Hinweis auch bekommen, dass das Alte wirklich gehen darf. Das ist der richtige Zeitpunkt. Und finde auch zu der Selbstliebe, zu dir wieder, damit du dies auch, ich sage jetzt mal am Ende ganz bewusst, am Ende meine ich, das ist der Anfang für das neue Leben mit jemandem zusammen. Ganz toll, Stapel 1, wirklich. Also das sind wieder Botschaften, freue ich mich immer wieder, wenn das auch so aufgeht. Und ja, ich sage es euch auch jedes Mal wieder, ihr habt wieder ein, zwei Hinweise bekommen, vielleicht auch ein, zwei, ich sage jetzt mal Themen, wo ihr nochmal hinschauen dürft auch, aber dann geht es hier ums Annehmen. Ich wünsche euch ganz tolle 2 Wochen und freue mich natürlich, wenn wir uns in 2 Wochen hier wiedersehen. So, dann gehen wir zu Stapel 2. Was haben wir da für Überschriften? So, da haben wir einmal den Turm. Und die zweite Karte, da haben wir das Schiff. Ja, und ich ziehe immer beide Karten zusammen, damit die Überschrift jetzt auch für diese 2 Wochen vom 27.04. Vollmond im Skorpion bis zum Neumond im Stier, der am 11.05. ist, also 11. Mai. Und das finde ich immer wichtig, beide Karten halt zusammenzudeuten. Und wie schön ist das denn jetzt hier, der Turm? Trennung von dir selbst vielleicht, wirklich von deiner Liebe zu dir. Trennung aus dem Außen, Isolation, Rückzüge. Ja, vielleicht auch durch die herausfordernde Zeit ganz viel alleine sein, ne? Und ja, ich sag, manchmal ist man auch irgendwann mal da drin und man kommt gar nicht mehr da raus oder weiß gar nicht mehr, wie man rauskommt und ist total deprimiert auch, ne? Und ist total unglücklich und denkt sich, ja, ich will das aber gar nicht. Ich will ja Partnerschaft leben. Ich möchte jemanden kennenlernen und ich möchte im Außen auch wieder sein, aber kann dann nicht mehr. Kennt ihr das? Manchmal ist man so, ich will es gar nicht sagen, festgefahren. Manchmal die Situation, also man hat sich durch auch die herausfordernde Zeit, wie lange geht die schon? Das ist Wahnsinn, ne? Und trotzdem sind wir auch noch lange nicht da am Ende. Und deswegen ist man irgendwann mal in so einem verstrickten Muster drin und man denkt sich, boah, es geht nichts mehr vorwärts. Und wir gucken jetzt für die Liebe. Und da kann ich euch sagen, mit dem Schiff, wow, es geht voran, das Schiff fließt, das Schiff fährt nach vorne, ein Schiff fährt nicht rückwärts. Trotzdem, und das sage ich euch auch immer wieder, wenn ich die Lennys lege, das Schiff ist nicht das Schnellste. Aber das ist auch nicht schlimm, weil es muss ja angepasst werden an deine Situation. Ne? Es muss ja, du musst ja für dich schauen, wie du vorwärts gehen kannst, ne? Nach deinem Tempo. Und das Schiff geht mit dir, das hat die Auf und Abs, die du sowieso schon hast. Das berücksichtigt alles in dir, ne? Diese ganzen Prozesse. Es geht aber nach vorne. Ne? Es braucht immer ein bisschen mehr Zeit, aber wichtig ist einfach die Aussage, es kommt in den Fluss wieder. Dein Leben, was die Liebe betrifft, weil wir gucken für die Liebe, es kommt wieder in den Fluss, es möchte in Bewegung. Das will auf jeden Fall raus. Das ist alter Schuh hier, ne? Und alter Schuh kann auch noch heute gewesen sein. Heute sagst du dir, nein, das will ich nicht mehr. Ich sehe, Bewegung kommt. Ich passe mich dieser Bewegung auch wirklich an und ich gehe Schritt für Schritt, so wie es mir gut tut. Ne? Ich gehe wieder nach außen und ich gehe jetzt spazieren und ich igel mich nicht mehr ein. Ne? Natürlich können es auch hier wirklich Trennungen sein von Partnern, Partnerinnen, ne? Wo ihr vielleicht wieder gerne mehr möchtet, wo ihr euch mehr erhofft. Und das kann gut auch sein, dass das jetzt auch heißt, es geht in die richtige Richtung. Es geht weiter, es geht vorwärts. Ne? Ihr werdet auch eure Themen noch haben. Wie gesagt, das Schiff ist nicht das Schnellste. Und wenn ihr einen Ex-Partner, Ex-Partnerin zurückhaben wollt oder jemanden, wo ihr schon lange keinen Kontakt hattet oder jemand, der weit weg ist, ne? Wo eine Trennung in dem Sinne, eine Trennung, das kann ja auch eine räumliche Trennung sein, da ist, dann ist das alles nicht von jetzt auf gleich immer handelbar mit dem Schiff. Aber es heißt, es geht in die positive Richtung, ne? Vielleicht mit Auf und Abs natürlich, die es auch in der Vergangenheit vielleicht gab. Oder wirklich, wenn man weiter weg wohnt und nicht die Möglichkeiten hat, dann kann man auch nicht, wo es dann vielleicht monatelang stagniert hat, jetzt kann man nicht sagen, okay, in den 2 Wochen wird die Welt umgedreht und alles ist rosarot. Nee,
Ne, das Schiff bringt schon auch Sturm und Windstärken und Wetter allgemein mit. Ne? Also hier werden auch noch Höhen und Tiefen dann da sein, wenn es hier um Ex-Partner, Ex-Partnerinnen geht oder halt wirklich um räumliche Trennung oder andere Trennungsthemen. Es muss ja nicht unbedingt die klassische Trennung von jemandem sein. Also sprich, wenn man in einer Partnerschaft war und sich getrennt hat und jetzt wieder zusammenkommen möchte. Das ist natürlich auch ein großer Punkt. Aber hier können auch andere Trennungen. Hier können auch bedingte Trennungen sein oder einfach Trennungen, die da sind einfach, weil man einfach nicht zueinander finden kann, weil einfach Themen da sind, Personen noch da sind, ne? Verflechtungen da sind. Das wisst ihr besser. Wir schauen aber natürlich mal weiter, weil es interessiert mich ja auch, was wir jetzt hier haben. Okay, wir haben hier die Bedürftigkeit. Und ich ziehe natürlich auch die zweite Karte dazu. Oh, eine Glückskarte. Sich verlieben. Yeah. Ich bin so begeistert, also ich will gar nicht den Abend vor dem Morgen loben jetzt hier, aber ich meine, ich kann das nicht mal hundertprozentig sagen, aber ich meine, beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, in jedem Stapel eine Glückskarte, hier so eine gelbe Karte und hier sind so selten diese gelben Karten, die Glückskarten sind so rar gesät in diesem Kartendeck, ne? Und wir kriegen immer diese Problemkarte, gut, wir kriegen Hinweise, die sollen wir auch dankend annehmen. Aber ich hatte jetzt wieder im ersten Stapel auch eine Glückskarte und hier habe ich auch eine. Und es wäre der Knaller, wenn hier auch nochmal eine ist. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, vor 2 Wochen hatten wir das auch so, dass da auch in jedem Stapel mal eine Glückskarte war. Und das war bisher, glaube ich, noch nie der Fall. Ne? Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, das ist schon, wenn dann, lange her. Okay, jetzt komme ich aus meiner Euphorie wieder hier zurück. Bedürftigkeit. Ja. Das ist auch hier vielleicht deine Themen, warum du dich auch vielleicht zurückgezogen hast, ne? Oder warum da Themen da sind. Ich gucke mir natürlich ja immer diese Karten in Kombination an. Und Bedürftigkeit kann gut sein, dass man hier wirklich alles gegeben hat, ne? Und ja, in der Vergangenheit meine ich jetzt, ne? Und wirklich nie so wertgeschätzt wurde und nie so respektiert und nie so auf Augenhöhe mit jemandem bis dato war. Und das muss gar nicht immer schon direkt in einer Beziehung gewesen sein. Manchmal ist es auch, man hat Dates und denkt sich, nee, man kommt hier nicht weiter und das ist alles hier so, ja, Hopfen und Malz ist verloren, ne? Und vielleicht denkt man auch manchmal drüber nach, okay, ich lasse mich trotzdem ein, ne? Und mach das und ja, gebe halt, wie gesagt, trotzdem alles, obwohl eigentlich gar nicht so diese Liebe auf Augenhöhe da ist oder auch diese Liebe halt in Balance, ne? Und das ist so manchmal, ne, man sagt immer, man muss oder man will gleich lieben. Es ist aber sehr schwierig. Es ist auch nicht schlimm, wenn das nicht so ist, ne? Wichtig ist trotzdem, dass man auf der Liebe halt auf Sympathie, auf Vertrauen, auf Wertschätzung, auf Akzeptanz aufbaut. Und da kann sich nachher ganz Großes entwickeln, ne? Aber natürlich nicht, dass man jemanden hinterher hechzt. Ne? Ich kann das Wort jetzt gar nicht aussprechen, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Und auch hinterher hetzt ist aber auch ein gutes Wort, ne? Dass man hinter jemanden her rennt, ne? Aber einfach so, dass man um Liebe, einfach um Anerkennung, um alles einfach hinterher ist, was ja gar nicht ehrlich ist, ne? Also das ist so, ja, Bedürftigkeit ist wirklich, finde ich, ein ganz, ja, sehr schlimmes Thema, aber das ist vom Empfinden her, tut es mir selbst weh, wenn ich das einfach auch lese und auch hier sehe, dieses Betteln auch und ja, wirklich diese Liebe eigentlich leben wollen und das wolltest du auch immer, ne? Vielleicht bist du wirklich auch, ich habe ja vorhin gesagt, es kann natürlich auch sein, dass man von jemandem getrennt ist und da zurück möchte, ne? Da schau auch hin, ob das alles auch seinen Sinn und Zweck hat in dem Sinne, ne? Also sprich auch wirklich, dass es auf der Augenhöhe dann jetzt kommen kann zu dieser Liebe, zu dieser Wertschätzung, zu dieser Achtung, ne? Ganz wichtig prüfen, weil es möchte ja etwas in Bewegung kommen, es möchte die Isolation, die Trennung allgemein auch von dir oder aus dem Außen oder einfach zu dem Leben an sich oder an dem Glauben an die Liebe, das möchte ja wiederkommen und schaut doch hier wirklich sich verlieben. Wow, also das ist wirklich, und das als Glückskarte. Du sollst wirklich dich wirklich wieder so verlieben, wie du es so verdient hast und wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Ich glaube, mit dieser Karte kann man sich gar nicht vorstellen, was Liebe wirklich ist.
Ne? Also wenn man wirklich oftmals vielleicht so Ungleichgewicht in der Liebe hatte, ne? Und trotzdem auch Kompromisse immer gemacht hat und trotzdem vielleicht auch mal gesagt hat, okay, dann ist es vielleicht so, dann soll das so sein. Aber nee, Liebe ist schon so, dass man gegenseitig sich spüren darf und gegenseitig auch sich in die Augen schauen darf und dann wirklich merkt, ja, wir gehören zusammen, ne? Auch wenn wir vielleicht viele Themen haben, das ist nun mal im Leben so. Ne? Das Leben bietet immer Herausforderungen und ich finde es immer so schön, wenn ich so Vorbildpaare sehe und auch die haben ihre Themen. Ne? Das ist einfach so, aber trotzdem kriegen sie es hin. Nirgendwo ist nur rosarot alles. Und ich sage immer, wer keine Streitkultur hat oder Diskussionen mal auf Augenhöhe ausführen kann, durchführen kann, das geht irgendwann mal auch nach hinten los, ne? Weil dann schluckt nämlich irgendjemand immer, weil irgendjemand versucht es dem anderen immer recht zu machen und irgendwann explodieren die Menschen und dafür bin ich auch Psychologin und kenne solche Themen. Deswegen ist eine ganz wertschätzende Streitkultur, Diskussionskultur ganz, ganz wichtig auch, dass man über Sachen auch spricht, ne? Aber ich will das jetzt gar nicht zu breit treten. Ihr kennt dieses Thema. Ich möchte das jetzt auch gar nicht, weil da habe ich jetzt viel zu gesagt und das möchte ich gerne, dass ihr das ad acta legt. Inklusive hier auch, dass ihr von jetzt auf gleich ist alles nicht so möglich. Muss auch nicht. Das Schiff sagt euch ja auch, ihr sollt es nochmal anschauen. Ne? Wirklich da eure Themen nochmal finden halt auch, dass ihr im Reinen mit euch auch seid, dass ihr die Liebe auch leben dürft, annehmen dürft. Weil es möchte jetzt kommen, sich verlieben. Du sollst dich verlieben. Es möchte in Bewegung kommen. Es ist schon in Bewegung. Das ist aber trotzdem etwas, was angeschaut werden soll. Ne? Und dann entscheidest du, ob es eine vergangene Liebe ist, ob es die derzeitige, die schwierige ist, weil man einfach räumlich getrennt ist oder. Das ist dein Thema. Das musst du für dich entscheiden. Aber letztendlich, sich verlieben, da brauche ich nicht mehr zu sagen. Jetzt schauen wir mal die anderen Karten an. So. Vergeben und lernen, ja, und das passt auch wieder, liebe, die Faust aufs Auge hier nochmal zu. Indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt, ja. Und ich nehme natürlich jetzt mal ganz gerne auch nochmal die Herzbotschaft dazu. Was haben wir da? Oh, das Vertrauen. Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es erst akzeptieren. Oder muss man es zuerst akzeptieren? Das ist ja egal. Ja, und so ist es auch. Ne? Also das hier, dies anschauen, ne? Ganz, ganz wichtig. Und Vergangenheit, also indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, ja, hier bearbeitest, anschauen, die Bedürftigkeit, hier diese Isolation, diese Trennung halt auch, ne? Von was, von wem auch immer, von dir selbst vielleicht auch, wieder zu dir finden. Heilst, also indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Und hab Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Und was wartet dann auf dich? Sich verlieben. Ne? So hieß es, glaube ich, genau. Oder? Ja, das tue ich jetzt mal kurz hier hin. Das finde ich jetzt so schön. Das möchte ich jetzt, dass wir das die ganze Zeit hier vor uns sehen. Ja, vergeben und lernen, ja, das ist so wichtig und da brauche ich gar nicht mehr so viel auch zu sagen. Das gehört dazu, zu diesem Prozess, auch zu dieser Bewegung, die kommen soll, ne? Das soll hier raus, ne? Und sei es Trennungsthemen von Ex-Partnern, Ex-Partnerinnen oder was auch immer, ne? Das weißt du, aber es kann auch ganz gut sein, dass es hier wirklich um deine Isolation ist, um dein nicht mehr Vertrauen an die Männer-Frauen-Welt da draußen, ne? Und dann das Aufgeben oder auch wegen der herausfordernden Zeit, dass man nicht mehr weiß, was man machen soll, wie man machen soll. Und ihr hört es von mir ja schon das ganze Jahr, Online-Dating, trotzdem sage ich es, ne? Schaut, ne? Ihr müsst trotzdem ins Tun kommen. Es kann nichts in den Fluss kommen, wenn ihr nichts macht. Wenn ihr euch im Keller einschließt, dann seht ihr die Sonne auch nicht. Und wir haben die Sonne, wir haben hier zwei Herzen, wir haben zwei Menschen. Sich verlieben, eine Glückskarte. Es soll zu euch kommen. Habt wieder Vertrauen, vergeben und lernen. Ne? Anschauen, was da für ein Thema war, was für ein Thema bei dir ist. Und dann nochmal, indem du die Vergangenheit loslässt und heilst, bearbeitest, wie ich euch immer sage, erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt. Und vertraue, dass dich verlieben das Resultat ist. Peu à peu nach deinem Tempo. Es fließt aber schon. Es ist schon mit dem Schiff in Bewegung. Ihr Lieben, Stapel 2 hier. Ich weiß,
Ich kann da manchmal ein bisschen unbequem auch werden, aber mit den Karten, sage ich euch ganz ehrlich, mit sich verlieben, mit dieser Glückskarte und dass du Vertrauen haben sollst wieder an alles im Außen, an die Liebe, Liebe, das ist so wichtig. Und die Vergangenheit loslassen, Isolation loslassen, Trennungen loslassen, nach vorne schauen heißt es hier, weil damit erfährst du mehr Liebe im Hier und Jetzt und du möchtest die Liebe, Liebe leben. Ich weiß das. Ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen hier wieder hören. So, und der Stapel 3, was haben wir da Schönes? Wow, den Ring, die Partnerschaftskarte. Jui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 u
euch will ich mal auf dem, ja, ich will nicht sagen auf die Füße treten oder auf den Popo klatschen, aber das mache ich jetzt trotzdem mal hier, weil ich muss euch ein bisschen wachrütteln. Falsche Geisteshaltung. Das heißt für mich, ihr habt schon total aufgegeben. Ihr guckt hier ein Single-Orakel, wenn ihr niemanden wirklich habt im Köpfeleinchen. Oder ihr habt jemanden und denkt, nee, da wird eh nie was draus. Oder habt schon, was weiß ich, Ewigkeiten, ne? Jemanden wirklich, ne, den oder die ihr toll findet und sagt euch aber immer wieder, es wird eh nichts, es wird eh nichts, es wird eh nichts. Ne? So in der Negativität seid, so in der Schleife seid, ne, dafür muss ich euch in Popo treten. Weil hallo, wir haben hier Verbindung mit dem Herzmenschen, mit der Herzmenschen. Ein Traum wird wahr. Also wenn ihr jetzt hier nicht und du jetzt persönlich, du guckst es ja jetzt wahrscheinlich erstmal alleine, ich spreche ja mit euch allen, aber du guckst es jetzt gerade alleine, falsche Geisteshaltung. Also ich bitte dich jetzt hier ganz klar, da wird die Liebe weggeschmissen. Ich zeige sie euch nochmal hier. Da werden die Herzen weggeschmissen in den Müllkorb. Also dann ist dir nicht mehr zu helfen, sorry. Also wirklich nicht, ne? Mit so geilen Karten und ich jetzt ist, ohne dass ich sogar Vorankündigung hatte, dieses Wort, ne, mit G, das sagt man ja eigentlich nicht und ich habe es noch nicht mal vorangekündigt, weil es so aus mir herauskommt. Ja, ich sag's noch mal, so geile Karten hier als Überschrift, ne? So, jetzt geh hier in die Positivität. Wenn du das nicht machst, dann wird dein Traum auch nicht wahr. Und du hast jetzt die Möglichkeit, die Liebe möchte zu dir kommen. Ob du jemanden im Kopf hast oder nicht, das ist total wurscht. Ne? Ob du mit jemandem gerade Schwierigkeiten hast, ob es schwierige Wege sind. Aber dann sage ich dir ganz ehrlich, dann weiß ich ganz genau, dass du die ganze Zeit sagst, das wird eh nichts, das wird eh nichts, aber hängst trotzdem dran. Ja, warum hängst du denn dann noch da dran? Wenn du sowieso sagst, es wird nichts. Hallo? Das geht auch nicht. Ne? Nach vorne schauen. Du entscheidest für dein Leben alleine. Und wenn du dich entscheidest, dass dieser Mensch noch in deinem Kopf ist, warum, weshalb, wieso, dann kannst du auch nicht immer wieder nur sagen, das wird sowieso nichts, es gibt nichts, keine Ahnung. Ne? Also immer so diese negative Schleife, die wird jetzt abgeschaltet, ne? Definitiv, weil ein Traum wird wahr, wenn du hier deine Einstellung änderst. Alle anderen, die wirklich niemanden haben, also seid hier absolut gespannt. Also wie gesagt, Zeit und Raum ist ja immer... Ne, muss man leider Gottes differenziert betrachten. Das können wir nochmal ganz individuell, wenn ihr dann mich mal kontaktiert, da können wir ganz speziell gucken, was auf euch da Tolles warten darf. Ne? Aber trotzdem heißen die Karten, wenn du den Stapel gewählt hast, dass du endlich diese Liebe leben sollst und auch die annehmen sollst. Ein Traum wird wahr. Das ist das alles, was du eigentlich dir so sehr wünschst, was du dir aber hier wirklich kaputt machst mit deinen negativen Gedanken, mit deinem immer wieder, ja, ich bin es vielleicht nicht wert. Ne? Und da sage ich, ihr wisst, ich bin immer sehr direkt und ehrlich und offen und trotzdem bin ich Psychologin und kann euch ganz klar sagen, es soll immer liebevoll gemeint sein. Ne? Weil natürlich kann sein, dass wir hier Glaubenssätze haben. Ne? Dass wir zu klein sind, zu dumm sind, zu dick sind, zu dünn sind, zu groß sind. Uns wurde das vielleicht in der Kindheit so eingeflößt. Wir können nichts, wir schaffen nichts, wir sind eh nichts. Ne? Und wir haben es auch nicht verdient und. Das sind alles Glaubenssätze. Ne? Und das möchte ich deswegen nochmal liebevoll betonen. Ich weiß, es ist alles nicht so einfach. Aber trotzdem, dann nimm bitte die Hinweise von mir an, weil ich das auch in meinen Coachings auch habe, diese Themen. Bitte nehmt es auch an, dass es jetzt zu euch kommen möchte. Wichtig ist, dass ihr dann aber trotzdem in diese Positivitätsschleife geht und nicht in dieser Negativspirale bleibt. Glaubenssätze anschauen, ne? Die gehören der Vergangenheit jetzt wirklich demnächst oder ab jetzt sitzt die werdet ihr der Vergangenheit jetzt zuordnen. Ihr dürft gerne alles nochmal anschauen, aber dann legt ihr es nach hinten, weil ein Traum möchte wahr werden. Das ist euer Traum. Ihr wollt hier eine Verbindung leben. Ihr wollt eine Partnerschaft leben. Das ist das Resultat, was ihr gerne wollt. Lasst es euch nicht kaputt machen, indem ihr so in der Negativität seid und das mit der Energie beeinflusst auch. Ihr guckt das Orakel nicht deswegen, weil ihr die Herzen hier wegschmeißen wollt, oder? Euer Herz wegschmeißen wollt. Das heißt für mich hier symbolisch wirklich, ich glaube gar nicht mehr daran, guck's mir aber trotzdem an. Nee, das gilt jetzt nicht mehr, ne? Denk hier an deinen Traum. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja, genau, weil es ist auch genau das Thema. Wenn du Glaubenssätze hast oder immer klein gehalten wurdest oder immer schlechte Erfahrungen hattest, ne, dann heißt es jetzt zu vergeben, zu verzeihen. Du verdienst es, geliebt zu werden. Du bist liebenswert, ja? Du bist liebenswert. Was soll ich jetzt dazu noch 50 Mal sagen? Du bist liebenswert. Dein Traum einer Partnerschaft soll wahr werden, wird wahr. Wenn du endlich auch dann
zu dir selbst wiederfindest. Ich sage es bewusst wieder, weil irgendwann mal war es ja vielleicht da oder du hast ja auch diese Gedanken ein bisschen. Aber hier ist wirklich diese Arbeit, dass man halt sich jetzt umdreht, ne? Und natürlich ist es nicht alles immer so einfach. Ich sage es euch trotzdem immer wieder und ich weiß es auch. Allerdings ist mir wichtig, dass ihr das wirklich jetzt anschaut, weil dann kann euer Traum der lieben Liebe, der Partnerschaft auch wirklich wahr werden. Und du bist liebenswert, so wie du bist. Egal, was du für Glaubenssätze, egal, was du für Einschränkungen, Beschränkungen aus der Kindheit noch mit dir rumschleppst. Du verdienst es, geliebt zu werden. Also bitte, nimm es an. Dein Traum wird jetzt wahr. So, jetzt schauen wir uns aber die zweite Karte nochmal an hier. Umarmung, wie schön. Ich weiß gar nicht, was da steht, aber das lese ich vor. Du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Wow. Ja, und vielleicht habt ihr wirklich jemanden hier in eurem Kopfileinchen, ne? Köpfileinchen, wie ich es immer so schön sage, ne? Dann hast du hier auch wirklich hier die Person schon, mit der dein Traum, dein Leben wahr wird, ne? Und dein Traum wird wahr, das heißt, es ist kein Traum mehr. Das musst du dafür loslassen. Aber dann kannst du das leben und du verdienst es, du darfst jetzt glücklich werden. Und wenn ihr niemanden habt, dann seid so glücklich, weil da oben ist die Person schon, ne? Egal ob Mann oder Frau, Umarmung, du hast dein perfektes Gegenstück gefunden. Und es wird jetzt schneller kommen, ob es in den 2 Wochen kommt, ist wieder alles relativ. Aber ich habe euch vorhin schon gesagt, wir hatten jetzt vor 2 Wochen, wie ich es noch so halb im Kopf habe, hatten wir 3-mal Glückskarten, in jedem Stapel eine. Hier genau das Gleiche schon wieder. Die Liebe möchte zu euch kommen, aber öffnet euer Herz, ne? Und da sage ich euch auch wieder, ja, man kann verletzt werden, aber man kann so viel auch wiederbekommen. Man kann so viel auch, ja, ich sag mal, dadurch auch wieder einstecken können, wenn man die Liebe leben kann. Ne, dann kann man auch in der Vergangenheit wirklich mal sagen, so, jetzt schließe ich die komplett ab. Ne? Und deswegen Stapel 3. Hier ist so, so, so ultra viel Potenzial drin und es wird dir schwarz auf weiß in der Überschrift schon gesagt, dass die Person schon eigentlich da ist, mit der du Partnerschaft leben kannst. Vielleicht versteckt sie sich nur irgendwo in deiner Nachbarschaft oder vielleicht hast du sie auch schon gefunden, ne? Aber dann arbeite wirklich hier an deinem Selbstbewusstsein, an deiner Selbstliebe, ne? Und schau dir die Glaubenssätze gern nochmal an und du hast den Wunsch nach Partnerschaft und dein Traum wird wahr. Und du hast dein perfektes Gegenstück dann auch ziemlich schnell gefunden, wenn du es noch nicht gefunden hast. Also Stapel 3, das muss ich jetzt auch mal wieder sagen, das ist für mich echt ein Stapel mit der Person und dann auch noch, also sprich, ne, Herzmensch, Herzmenschin, mit der Verbindungskarte, Partnerschaftskarte zusammen. Das ist echt mega. Also mega ultra Wahnsinn ist das, ne? Und hier ist es nochmal so schön. Du bist liebenswert. Dein Traum einer Partnerschaft, einer erfüllten, schönen Partnerschaft soll jetzt wirklich wahr werden. Meine Lieben, dicken Drücker und ich freue mich, wenn wir uns in 2 Wochen hier wieder hören. Bis dann. Tschüss.